Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neu ist das Stichwort, beziehungsweise anders. Wie ihr gerade seht, ist das kein normales Video, es ist ein 360-Grad-Video. Also wie gesagt, nicht wundern, ich will mit diesem Video etwas ausprobieren. Ja, im heutigen Video wollte ich außerdem auch noch, wie ihr das sehen könnt, ein neues Objektiv testen. Obwohl es ist ein altes Vintage-Objektiv. Sehr beliebtes in der Filmemacher-Szene, soll ein sehr schönes, soften, swirly Bokeh-Look erzeugen, sagt man jedenfalls so. Andererseits werde ich auch so ein paar Sachen heute mal erläutern, so ein paar Filmprojekte, Lost Placer, da gibt es eine neue Sache oder eine wichtige Sache und noch so ein paar andere Sachen. Gut, dann schauen wir uns mal um. Das hier ist eine Stelle, wo ich ab und zu mal gerne ein paar Fotos mache, auch Testaufnahmen. Ja, wie man sehen kann, liegt hier ein Kochtopf. Das ist auch so ein kleiner Spot, wo Paul und ich damals auch unsere ersten Actionfilme gedreht haben. So, jetzt sind wir an einen anderen Ort angelangt. Habe ich mal ausfindig gemacht mit der Drohne. Ich habe die 360-Grad-Kamera einfach mal an meine Kamera rangeriggt. Und an sich auch eine ziemlich coole Sache. Ich hoffe bloß noch, dass das Bild nicht zu dunkel ist. Man kann bei dieser 360-Grad-Kamera leider nicht viel einstellen. Außer ISO-Wert und Schärfe. Die Sache zu den Lost Place-Filmen, da bekomme ich bis heute die Frage, warum kommt bis jetzt nicht mehr. Garantiert einer wird jetzt in den nächsten Wochen, Monate kommen. Wenn wir Glück haben, sogar der zweite. Und dann, ja Freunde, dann ist Schluss. Die Sache ist einfach, es ist sauschwer an Drehgenehmigungen zu kommen. Und das ist in der Vergangenheit immer so eine Glückssache gewesen. Wie gesagt, bei dem einen Lost Place ist man sogar auf uns zugekommen. Um welche Lost Place es sich handelt, kann ich noch nicht so verraten. Wenn beide rankommen, kann ich auf jeden Fall sagen, den einen kennt ihr und den anderen garantiere ich euch, den kennt ihr nicht. Wir haben, oder ich plane jetzt gerade, ein Video über ein KZ zu drehen, eine Art Dokumentation. Ich hoffe wirklich noch, dass wir Zeitzeugen rankriegen. Die andere Sache war jetzt auch gewesen, also wie gesagt, auf Instagram hatte ich es schon angekündigt. Wir planen eine Art Reportage, Dokumentation kann man das jetzt so dazwischen, Reportage, Dokumentation. Da haben wir das schon massig angekündigt und es geht in diesem Film um eine Prenzlauerin, die Opfer eines Flugzeugunglückes der DDR wurde. Kurze kleine Hintergrundgeschichte, sie wohnt in einem Kinderheim. Dort ist ein Militärflugzeug in dieses Haus reingestürzt. Die DDR hat alles Mögliche getan, um das zu vertuschen, wie bei dem einen Lost Place, den wir jetzt bald drehen werden. Das kann ich euch auch sagen, deswegen kennt ihn auch keiner. Die Frau ist beeinträchtigt in ihrem Leben. Und das versuchen wir dann halt so zu filmen. Ja, und da bin ich auch ziemlich gehypt drauf, aber wir können ja noch nicht loslegen. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass wirklich einiges so zu sehen ist, weil das Bild dieser 360-Grad-Kamera, da ist das Problem, dass das Bild einfach viel zu kontrastreich ist und der Dynamikumfang bei dieser Kamera ist wirklich, naja, nicht der beste. Na gut, was willst du für 80 Euro erwarten? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock für eine GoPro Fusion 400-500 Euro hinzulegen. Ich meine, ich wusste, also zu diesem Zeitpunkt gab es ja auch noch nicht die Insta360. Wie gesagt, für mich ist das halt nur so zum Ausprobieren gewesen. Ich will, wie gesagt, auch mit diesem Vlog ein bisschen experimentieren. Und ja, an sich gibt es ja auch nicht so viele 360-Grad-Videos in Vlog-Form, würde ich jetzt mal behaupten. Wie gesagt, es gibt hier wirklich Ecken,
die ich selber erst noch nicht kannte. Also wie gesagt, den Ort hier, ist gerade wo ich bin, kenne ich in- und auswendig. Ja, und so ein bisschen mit Outdoor wollte ich in der Zukunft auch filmen. Ich kenne einen, sagen wir mal, Outdoor-Spezialisten, Bushi Outdoor, der jetzt gerade seinen YouTube-Kanal gestartet hat. Und mit denen wollte ich, oder bin ich am Überlegen, mal so einen kleinen cinematischen, so eine Art Outdoor-Film zu machen. An sich so, ja, mit dem letzten Video, das war ja das Musikvideo, was wir aufgenommen haben, war auch eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. So, wie man sehen kann, vielleicht im Hintergrund sieht man den Lost Place aus der 4. Folge. Wenn ich es nicht vergesse zu verlinken, ploppt jetzt irgendwo oben am Rande des Videos ein i auf und da könnt ihr, wer es noch nicht gesehen hat, das letzte Video euch mal anschauen. Das finde ich auch immer cool. Ich werde immer gefragt, ob ich vom Fernsehen bin. Generell, Paul und ich haben damals sehr viele Vlogs gemacht, beziehungsweise ich auf meinem alten Kanal. Also die Sache hat uns damals ziemlich Spaß gemacht und Paul und ich hatten ja damals noch einen Zweitkanal gehabt, den wir gemeinsam betrieben haben, wo auch viel hier in der Gegend gedreht wurde. Ja, war eine ziemlich coole Zeit, aber seitdem wir hier mehr Team Uckermark haben, richtet sich alles wirklich eher mehr auf professionelleren Content. Wir haben zum Beispiel auch jetzt letztens den Vlog auf den Kirchturm gedreht, eine echt coole Sache. Habe ich das schon mal gesagt, dass man sich mit diesem Ding in der Hand hier fühlt wie so ein Soldat? Wie so ein Gewehr in der Hand. Was haben wir mit so einer komischen Kugel hier dran? Shit, mir fällt gerade ein, man hätte ja sowas auch im Style mit Fragen-Antworten machen können. Wollte ich auch schon längst eine zweite Folge drehen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Manchmal fehlt mir einfach die Motivation für sowas. So, hier kann man nochmal den Lost Place sehen. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, dass was hier in den letzten Tagen passiert ist oder Wochen, gefällt mir überhaupt nicht. Weil ich fühle mich ehrlich gesagt mit unserer Filmreihe ziemlich dafür verantwortlich, dass Leute die Videos sehen, die Lost Place Videos. Und ja, wie soll ich sagen, es brechen Leute ein. Es gab hier in den letzten Wochen verschiedene Polizeieinsätze, wo hier wirklich Jugendliche eingebrochen sind, Feuer gelegt haben und ja, die Polizei musste dafür ausrücken. Und nee, ganz ehrlich, da fühle ich mich als jemand, der solche Filme macht, auch dafür verantwortlich, weil die Leute sehen das ja, kommen auf die Idee eventuell, sich das mal anzugucken. Ganz ehrlich, ich bin dafür, dass man sich's anguckt, aber nicht drinne randaliert, irgendwas kaputt macht, irgendwas klaut, obwohl die Leute, die scheißen drauf, könnt ihr mir glauben, lassen sich davon nicht beeindrucken. Und es gibt noch einige Lost Places hier in der Umgebung, gerade vom Uckermärkischen Geschichtsverein, mit dem wir auch kooperieren, kriege ich auch ziemlich gute Infos. Teilweise ist es auch durch Eigenrecherche, aber hauptsächlich ist das in dieser Lost Placer Community. Aber ich sehe mich nicht als so klassischen Lost Placer, sondern einfach als so eine Person, die ja halt die Geschichte einfangen will, Fotos machen will, Videos machen will, das in einen Film verpacken will. Gut, alles klar. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dann.